Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen in der Gaskammer. Ich werde kurz mal was testen. Warte. Okay, wir dürfen auch nicht schießen. Das macht das alles ein bisschen problematischer. Was wir machen können, sind wahrscheinlich Harpunen, weil die ja kein... Ja, die verursachen keinen Funken. Das heißt, Harpune ist möglich. Wir können die zwei Riesen also nicht töten. Ich werde versuchen, definitiv so wenig Konfrontation wie möglich zu haben. Was aber definitiv nicht einfach wird. War hier irgendwas, was wir aufsammeln konnten? Ich glaube ja. Genau, ein bisschen Leben. Ich wollte schleichen. Also kann ich durch deine Haare hindurch gucken. Das ist nicht sehr cool. Also gut. Schleichen wir uns mal wieder hier hindurch. Vielleicht haben wir genau das gleiche Glück wie eben auch. Dass ich da eiskalt hochkomme. Ohne wirklich, dass die mich finden. Vielleicht kann ich auch irgendwas mit dieser Flasche anfangen. Wer weiß. Tja, Freunde, wer zu spät kommt, verpasst das Beste, wa? Okay, zum Glück können die nicht klettern. Wer keine Arme hat, kann auch nicht klettern, Freunde. Positiv für uns, negativ für die. Gut, in einem Raum, wo wir nicht schießen können. Wie wollen wir das Problem hier lösen? Verbrennen dürfen wir sie wahrscheinlich auch nicht. Da ist schon mal der erste Dude. Er ist gerade links abgebogen. Wo ist er hin? Er ist hinter mir. Wir müssen die beiden hier erwischen. Ich sehe mal rein gar nichts, Alter. Dafür ist es aber allerdings zu spät. Habt ihr das gehört, Jungs? Oder auch nicht. Komm, wir schnappen uns die Karte und versuchen wegzulaufen. Okay. Haut rein. War schön wie durch. Nein. Kommen wir damit davon? Kommen wir damit davon? Anscheinend schon. Billigkram vom Feinsten. Ja, jetzt müssen wir nur weglaufen. Weil die Jungs können genauso gut wie ich hier hochklettern. Okay. Hä? Joseph. Was? Wie zur Hölle hat er das überlebt? Jetzt freue ich mich auch schon. Und da ist ein Safe Point. Ja, Safe. Und ein Kontrollpunkt. Also wir leichter rauskommen, als ich dachte. Gut. Er ist hingeschnappt und abgehauen, Alter. Was gibt's Billigeres? Ich weiß auch nicht. Tagebuch von Sebastian Castellanos. August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal
schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf sicher achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Gehört sie vielleicht zu dem Personal hier? Kidman. Kidnapping. Kidman, Kidnapping. Das ist mir doch schon irgendwo ein bisschen zu nah dran. Hä? Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Aber wer war der leitende Ermittler? Ich? Ich glaube eher nicht. Troller! Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja, 2 Folgen wie immer, ne? Immer im regelmäßigen Abstand. Das sieht hier aber auch mal aus, Alter. Du solltest mal anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen, Troller, du. Das geht aber gar nicht. Wie viele Punkte haben wir? Können wir irgendwas... Na, wir haben zu wenig Punkte, um irgendwas zu machen. Naja. Ich will unbedingt diese Brandbolzen haben. Dafür brauchen wir ein bisschen Knete. Na gut, gehen wir zurück. Ist wahrscheinlich nur noch ein Katzensprung bis zum Ende. Hoffe ich doch mal. Wir müssen erstmal zu Joseph kommen. Warum? Warum muss es Wasser sein? Okay, wir müssen nicht schwimmen, gut. Puh, wir müssen nicht ins Wasser, alles gut. Alles in Ordnung, Freunde. Wir müssen hier lang. Und erstmal die Kisten hier kaputt machen. Oh, Materialien. Die kann ich gebrauchen. Das ist mir doch nicht ganz koscher hier. Haha. Zwar nicht viel, aber etwas, muss man schon sagen. Hätte definitiv schlimmer sein können. Nee, das ist der Regen. Der Regen glitzert so auf dem Boden, sodass man denkt, dass da irgendwas sein könnte. Das Ding können wir nicht raufklettern, ne? Das ist keine Leiter. Gut. Dann gucken wir mal, wo Joseph hingegangen ist. Also momentan habe ich das Gefühl, dass ich echt alles schaffen kann. Momentan geht das. Die Figur beobachtet mich. Was guckst du? Gefällt mir nicht, wie die Figuren aufgestellt worden sind. Als wenn die sagen würden, hey, guck mal, du wirst beobachtet. Komm, nehmen wir die Hirnsuppe mit. Was? Verzieh dich! Kannst du nicht woanders explodieren, alter Schwede. Jetzt muss ich mich auch noch hier regenerieren, ey. So ein Drecksbastard. Ich glaube, der mochte nicht, dass ich seine Figuren geschlagen habe. Ha! Was sagst du dazu, du Leiche? Ich schätze, schlage ich deine Figuren. Oh. Wenigstens haben wir wieder ein paar Fackeln, also Streichhölzer. Warum sage ich eigentlich hier jedes Mal Fackeln dazu? Verstecken? Verstecken? Stell dir vor, ich hätte mich in dem Schrank versteckt, wo er gerade drin war. Das wäre auch eine coole Situation gewesen. Würdest du dich jetzt endlich langsam mal heilen, Alter? Ich will meine Medizin nicht verschwenden. Meine letzte.
Man muss dazu sagen, unser Typ heilt sich ja von alleine, wenn wir eine Weile lang nichts tun. Aber im Moment tut er eigentlich nichts. Jetzt heil dich endlich. Oder habe ich so viel Leben verloren, dass er sich nicht mehr heilen kann? Von da unten kommen wir, ne? Ach du heilige Scheiße, du ahnst das ja nicht, wo ich hier überlang laufe. Wie ich mal überhaupt kein Leben habe. Muss ich vielleicht dafür stehen bleiben? Ah, ich muss A gedrückt. Ah, ich muss A drücken, okay. Wenn ich die ganze Zeit A drücke, regeneriere ich mich langsam. Hätte man vorher wissen müssen. Nicht so kurz vorm Ende des Spiels. Ich hoffe, es ist kurz vorm Ende des Spiels. Gut. Da ist noch ein bisschen Hirnsuppe, die nehmen wir mit. Kann man ja immer gebrauchen, ne? Gut, wandern wir mal weiter aus. Joseph! Huch! Kapitel 11 überlebt. Was soll das heißen, Kapitel 11 überlebt? Ich will das Ende haben. Oh, ja komm. Wir ziehen das durch. Es ist doch echt nicht zu fassen hier, ey. Es wird noch ewig dauern, Freunde. Das wird noch ewig dauern. Ja, aber naja. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgezeigt. Oh yeah. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir. Holy, was? WTF? Was zum Teufel? Was ist das denn? Die Fahrt. Okay. Könnte spannend werden. Ein Kapitel, das nur um die Fahrt geht. Oder auch nicht. Du siehst aus wie Urgott. Wie wär's, wenn du fährst? Au. Ach, hier liegt über Munition, ja. Ich wollte mich eigentlich regenerieren, aber gut. Kann ich mich hier einfach ducken? Ich glaube, ich muss da unten gegen schießen. Nee, gegen den Kopf. Alter, hör auf, mein Auto zu rammeln. Jetzt wird auch noch scharf, habt ihr das gesehen? Hey! Hey! Hä? Wo kommt das denn her? Oh, ich bin tot. Was ist das denn für eine Zecke? Dieses Kapitel ist verwirrend. Jetzt muss ich auch noch meine Munition verballern. Bäh. Aber gut, aber gut, aber gut. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Wir haben alles hingekriegt. Die kleine Bummeltour da. Gott, kriegen wir auch noch hin, ne? Gut. Oh nein. Oh nein. Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Komm, wir sammeln erstmal alles auf, was wir hier so haben.
Autsch. Ist okay? Kann ich mich hier nicht irgendwo in der Ecke regenerieren oder so? Nein. Okay. Munition einsammeln, dürfte sich schwieriger erweisen. Aber ich will es unbedingt hinkriegen. Wir müssen halt einfach nur auf seine Krelle aufpassen. Ich wette, es kommt noch ein DLC raus, wo die Sicht von ihr gezeigt wird, als richtige Heldin. Sie ist ja quasi die Heldin des Ganzen. Wir sind hier nur irgendwie der Kumpane. Anscheinend. Mich hier umbringen zu lassen. Ich meine, sie hätte es wenigstens mal erwähnen können, ne? Hey, ich werde da verfolgt von irgendeinem etwas. Okay, wir dürfen nicht zu nahe kommen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ach so, ah! Der visiert mich die ganze Zeit an. Jedenfalls am Anfang. Das war ein kritischer. Ja, jetzt fängt er wieder an, das Auto zu rammeln. Schießt die Dinger auf den Boden ab. Nein. Dreckige Zecke. Okay, was jetzt? Da liegt doch irgendwas. Ah, cool, Munition, danke. Ah, ich weiß nicht, das ist wirklich ganz koscher. Ja, da kommt er wieder angescheißert. Anstatt mal zu rennen, nein, geh gemütlich hin und her. Sag Bescheid, wenn wir schießen sollen, Freund. Wie lange wir hier noch sicher sind. Vielleicht sollten wir raussteigen. Zumindest sind wir wieder zu dritt. Was kommt jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Sebastian, Sie sind über uns. Wir haben Dynamit. Einer weniger. Na gut. Ach, der kommt hierher. Huh, verwirrend. Gegner von rechts. Ich sehe ihn. Na toll, dafür habe ich ihn jetzt verbrannt. Danke schön für nix. Alter! Ich bin so scheiße im Zielen. Das ist ja unglaublich, ey. Geh in Deckung. Sie schießen von oben. Ich seh ihn doch, ich seh ihn doch. Wenn er hochkommt, ist er tot. Oder so ähnlich. Na, zum Glück visieren die mich nicht an, weil ich hier hinten bin. Ich kann schön den Sniper in Visier nehmen. Au! Ah. War definitiv interessant. Ach cool, hier liegt überall Munition rum. Es kommen noch mehr. Ach, von da. Okay, danke für die Info. Schiebt einfach mal so ein Fass hin und her. Alter, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Oh Gott, hinter mir! Wie er einfach auf mich zugerannt kommt, ne? Ignorier die anderen! Töte mich! Ja, Freunde, ich würde sagen, wir werden morgen weiter probieren, wie das Ganze ausgeht. Wir sehen uns morgen wieder! Haut rein, euer Zero! Tschüss!